Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich möchte euch heute mal ein paar Timer-Funktionen auf der Yeti-Fernsteuerung zeigen, die ihr wahrscheinlich noch nicht kennt. Es geht um Timer fürs F3B-Fliegen, F3J-Fliegen und F5J-Fliegen und alles, was mit Zeitfliegen zu tun hat. Auch für die Streckenflieger unter euch, die bei F3B-Wettbewerben teilnehmen, habe ich da noch was. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Ja, das Training ist ja immer so eine Sache. Wir haben ja nicht so viel Zeit normalerweise in der heutigen Welt und deswegen ist es wichtig, auch beim Training sehr effizient zu sein. Noch dazu kommt ja, dass die Helfer, die man sonst immer so braucht, vielleicht auch gar nicht zur Stelle sind, wenn man gerade mal Lust hat zu trainieren. Deswegen zeige ich euch heute mal ein paar Funktionen, wie ihr vielleicht ein bisschen besser alleine trainieren könnt. Ganz wichtig dabei finde ich immer das Ansagen der Zeit. Wenn ich zum Beispiel meinen 10-minütigen Zeitflug übe, dann brauche ich immer mal wieder eine Ansage, ich bin 1 Minute geflogen, ich bin 2 Minuten geflogen, bis hin zu, ich bin 8 Minuten oder 9 Minuten geflogen. Besonders spannend wird es dann in der letzten Minute, denn ich will ja am Ende der 10 Minuten an meinem Landepunkt sein. Deswegen muss ich mir meine Landung gut einteilen. Und das zu üben, ist eigentlich das Wichtigste beim Zeitfliegen, wenn man mal davon absieht, dass man 10 Minuten in der Luft bleiben muss. Wie man den Timer auf der Yeti-Fernsteuerung installiert, zeige ich euch also gleich. Als erstes benötigen wir ein paar zusätzliche Sprachdateien auf der Yeti und die Dateien BEEP1 und BEEP2.jsn müssen wir auch ersetzen. Aber ich zeige euch gleich mal in Ruhe, wie das funktioniert. Wenn wir das geschafft haben, zeige ich euch, wie man die Stoppuhr auf dem Sender programmiert. So, ihr habt eure Fernsteuerung also jetzt per USB angeschlossen an den Computer und die USB-Verbindung auch zugelassen, indem ihr das bestätigt habt auf dem Display der Fernsteuerung und habt jetzt hier Zugriff auf die Dateien, die auf der SD-Karte hinterlegt sind, die sich im Sender befindet. Und wir wollen jetzt hier in den Bereich Audio gehen und dann in den Ordner DE für Deutsch. Und hier wollen wir jetzt die Dateien einfügen, die wir im Download-Paket finden. Das habe ich euch ja zur Verfügung gestellt. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich mache jetzt hier einfach Command-C und Command-V, also sprich kopieren und einfügen bei Windows mit STRG-C und STRG-V. Genau, und das war's auch schon. So, jetzt wollen wir in den Bereich Config gehen. Da findet ihr die Dateien timer-b1.jsn und timer-b2.jsn. Je nachdem, ob ihr das eingeblendet habt bei eurem Betriebssystem, diese Endungen, seht ihr die oder auch eben nicht. Ist aber nicht wichtig. Ich gehe wieder hier in das Download-Paket, das ich euch zur Verfügung gestellt habe und gehe jetzt hier in den Ordner Config-Dateien für Timer. Wähle hier die beiden Dateien timer-b1 und b2 aus, kopiere diese und füge diese hier wieder ein im Config-Ordner. Ersetzen. Jetzt haben wir alle nötigen Dateien auf die Fernsteuerung übertragen und können auf dem Sender weiterarbeiten. So, ich zeige euch jetzt mal, wie ich den Zeitflugtimer nutze, den ich euch heute vorstellen möchte. Bei mir ist das Ganze hier unten auf dieser Taste als logischer Schalter hinterlegt. Das heißt, ich muss einmal hier die Taste nach unten machen, damit das Zeitflugtraining aktiviert ist. Und dann muss ich in die Schussphase gehen, um den Timer zu starten. Das bedeutet bei mir, ich stehe mit meinem Flugzeug am Start, würde jetzt hier in mein Startprogramm gehen. Das ist die erste Startphase. Start 2. Das ist die zweite Startphase. Und sobald ich jetzt in den Schuss gehe, läuft mein Timer los. Das ist ja der Moment, wo ich beim Modell andrücke. Das heißt, es ist nur wenige Sekunden, bevor der Flieger ausklingt, was ja eigentlich der Zeitpunkt ist, ab dem die Stoppuhr laufen muss. Aber diese Ungenauigkeit, die leiste ich mir halt im Training. Das ist ja überhaupt kein Problem. Es geht ja immer eher darum, beim Training dann die letzten Sekunden zu üben. Ja, und jetzt läuft die Zeit halt durch. Ich kann jetzt hier rumfliegen, muss natürlich auch irgendwann aus meinem Startprogramm raus, kann also jetzt hier alle anderen Flugphasen nutzen. Ich habe hier zum Beispiel die Thermikstellung, die Speedstellung und so weiter, alles da. Kann jetzt hier schön 10 Minuten Zeitfliegen machen. Und ja, was passiert, wenn wir uns dem Ende nähern, das seht ihr gleich. 9 Minuten, 20 Sekunden, 30 Sekunden, 40 Sekunden, 50 Sekunden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ja, jetzt ist der Timer abgelaufen. Ihr wundert euch vielleicht, warum hier 2 Minuten steht. Ich habe den im Moment so eingestellt, dass ich, auch wenn ich in der Luft bin, diesen Zeitflugtimer aktivieren kann, sodass ab der Aktivierung 2 Minuten ablaufen. Das mache ich deswegen, weil ich dadurch das Training effizienter gestalten kann. Ich muss ja nicht jedes Mal 10 Minuten fliegen, um eine Ziellandung zu üben. Das kann man auch zum Beispiel mit einem Gummihochstart machen. Deswegen habe ich das eben hier so eingestellt. Aber ich zeige euch gleich auch nochmal, wie ihr diesen Wert verändern könnt. So, wir sind jetzt hier auf dem Testmodell, das ich extra angelegt habe, um euch das Programmieren hier zu zeigen. Das machen wir jetzt also mal ganz einfach. So ein F3B-Modell zu programmieren ist ein bisschen komplexer. Wenn ihr daran Interesse habt, dass ich euch das mal zeige, dann schreibt das mal gerne in die Kommentare. Wenn ihr euch für die Flugphasen und so weiter interessiert, zeige ich gerne. Aber heute möchte ich erstmal nur zeigen, wie man diesen Timer programmiert. Das mache ich im ersten Schritt so, dass ich diesen Timer anlege. Dann gehe ich hier also auf Stoppuhren, drücke auf das Plus. Ich wähle hier einen Titel, ich nenne den jetzt mal Zeitflug. Ja, passt leider nicht ganz drauf, aber ich weiß ja, was gemeint ist. So, und jetzt kommt nämlich der Zielwert. Das ist genau der Wert, von dem ich eben gesprochen habe. Ich kann jetzt hier einstellen 10 Minuten, wenn ich wirklich mal einen kompletten Zeitflug üben möchte. Ich kann aber auch 2 Minuten einstellen. Ich kann auch 1 Minute 30 einstellen, je nachdem, wie ich das möchte. Und kann so diese Endphase des Zeitflugs besonders üben. Das kann ich eben jetzt hier auch öfters mal verändern, je nachdem, wie ich das brauche. Das machen wir jetzt mal so mit 2 Minuten, so wie eben gezeigt. Dann kommt jetzt der Timer-Typ, der ist wichtig, dass wir den auf Durchlaufen stellen. Ich sage euch auch gleich warum. Dann kommen wir zur Signalisierung. So, da kann ich jetzt hier nämlich auswählen zwischen Beep 1 und Beep 2. Beep 1 und Beep 2 habt ihr vielleicht eben gesehen bei der Dateiübertragung. Das sind nämlich die Dateien, oder das sind die Konfigurationsdateien, wie der Timer was ansagt. Und das habt ihr ja eben in der Übersicht gesehen. Man kann da auch lauter Anpassungen machen. Wenn ihr jetzt hier für den Zeitflug den Beep 1 wählt, dann ist das genauso, wie ihr das hier gleich hört. Dann wähle ich einen Schalter aus. Ich nehme jetzt hier meinen Schalter, den ihr eben gesehen habt, und drücke den nach unten, drücke OK. Dann brauche ich noch einen Reset-Schalter. Ja. So, das ist mein Reset-Schalter. Das bedeutet jetzt also, das startet den Timer. Und ich kann diesen Schalter jetzt auch wieder in die Mitte stellen. Und trotzdem, da ich diesen Modus durchlaufend gewählt habe, läuft der Timer weiter. Zeige ich euch gleich auch nochmal. Wenn ich jetzt also den Schalter nach oben mache, wird der Reset ausgelöst. Das heißt, der Timer wird auf 0 gesetzt. So, mein Timer wurde hier schon automatisch eingeblendet. Das kann man sich ja auch einstellen. Ich könnte zum Beispiel auch ein größeres Fenster wählen. Das Ganze geht hier im Hauptmenü wieder unter Stoppuhren, Sensoren. Dann Telemetrieanzeige. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel in der Spalte Zoom auch Ja wählen. Wenn ich dann wieder rausgehe, habe ich hier einen wesentlich größeren Timer. Das, wenn man da zwischendurch mal drauf gucken will, kann das ja helfen. Aber eigentlich müssen wir ja nicht drauf gucken, weil diese Sprachansagen ja ständig kommen. Ja, jetzt möchte ich erreichen, dass wenn ich diesen Schalter aktiviere für den Timer, dass dann auch die Ansage kommt, dass ich mich im Zeitflugtraining befinde. Und um das zu erreichen, gehen wir jetzt wieder ins Menü unter Erwartete Einstellungen, Sprachausgabe, Ereignis. Drücke hier das Plus, definiere einen Schalter und würde jetzt hier auch noch eine Datei auswählen. Das ist eine von denen, die ihr eben auch übertragen habt. Ich scrolle jetzt hier mal bis auf die letzte Seite, weil Zeitflugtraining fängt mit Z an. Ich kann hier auch vorhören Zeitflugtraining und wähle diese Datei aus, drücke OK und teste das Ganze jetzt nochmal. Ich mache jetzt ein Reset. Zeitflugtraining. Und da läuft mein Timer auch schon. Ihr fragt euch vielleicht, warum der Timer jetzt nach oben läuft. Das machen wir beim Zeitfliegen immer so. Wir haben ja auch eine Stoppuhr, die nach oben läuft. Und sagen dann in der Regel auch immer an, 8 Minuten geflogen, 9 Minuten geflogen und so weiter. Und das hat einfach den Vorteil, dass man nicht kopfrechnen muss als Helfer. Das kann Wunder wirken, weil man sich sonst schnell mal verzetteln kann und den Piloten durcheinander bringen kann. 9 Minuten. Jetzt sind also 9 Minuten geflogen. Jetzt kommen schrittweise die Ansagen. 20 Sekunden. Sodass wir uns unsere Landung schon mal einteilen können. 30 Sekunden. 40 Sekunden. 50 Sekunden.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, als nächstes will ich auch noch den Streckenflugtimer zeigen. Das Streckenfliegen dauert bei uns ja 4 Minuten. Das bedeutet, wir müssen erst, wenn wir in den Kurs reingehen, auch die 4 Minuten starten, die dann ablaufen. Und da haben wir auch einen etwas anderen Ansagemodus. Den habe ich in der Datei BEEP 2 hinterlegt. Das zeige ich euch jetzt mal. Ich lege wieder die Stoppuhr an. Zusätzlich und nenne die jetzt Streckenflug. Da wäre mein Zielwert jetzt eben 4 Minuten. Timertyp wieder durchlaufend. Switch nehme ich jetzt mal diesen hier. Als Reset-Schalter nehme ich diesen hier. Jo, das war's auch schon. Ah, nee, das war's noch nicht. Wichtig ist natürlich jetzt hier bei der Signalisierung, dass wir BEEP 2 auswählen. Und auch hier möchte ich wieder, dass mir die Ansage wiedergegeben wird, wenn ich diesen Schalter aktiviere, dass ich im Streckenflugtraining bin. Auch dafür habe ich euch eine Audiodatei erstellt, die, wenn ihr das eben so wie ich euch das gezeigt habe, übertragen habt, jetzt verfügbar sein sollte. Ist die Datei. Streckenflugtraining. Streckenflugtraining. So, jetzt habe ich das genau falsch gemacht. Ich die Richtung des Schalters umgedreht. Das müssen wir nochmal eben anpassen. Ich mache so. Streckenflugtraining. Streckenflugtraining. Genau. Und jetzt laufen die 4 Minuten. Hier wird jetzt etwas anders gezählt. Das hört ihr jetzt gleich. 1 Minute. Geflogen. 2 Minuten. Geflogen. Noch. 1 Minute. 30 Sekunden. Noch. 1 Minute. Noch. 50 Sekunden. Noch. 40 Sekunden. Noch. 30 Sekunden. Noch. 20 Sekunden. So, ich möchte euch noch mal kurz zeigen, wie man die Dateien verändert. Vielleicht habt ihr noch ein paar Wünsche, die ihr umsetzen wollt. Man kann also diese Dateien hier mit dem Editor öffnen. Das wäre auf Windows wäre das der Editor. Bei Mac ist es hier Text Edit App. Und dann kann man sich hier diese Datei auch schon anschauen. Wie wir hier sehen, gibt es hier eine bestimmte Vorgabe, wie das Ganze auszusehen hat. Das findet ihr auch in der Datei, die sich ursprünglich auf der Yeti Fan schon befunden hat. Und man kann hier diese Parameter anpassen. Man sieht hier zum Beispiel Time sind minus 540 Sekunden. Bei 10 Minuten Zeitflug sind also 60 Sekunden vergangen. Also 540 Sekunden bevor die 10 Minuten erreicht sind, wird die Datei 1 Minute.wave abgespielt. Also sprich 1 Minute wird angesagt, wenn die erste Minute geflogen wurde. Und so führt sich das hier weiter fort. Dann kommen wir hier in den Bereich minus 60 Sekunden, dann würde die Datei 9 Minuten abgespielt, bei minus 50 Sekunden die Datei 10 Sekunden. Das hat damit zu tun, dass wir ja hochzählen, also sprich 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden, 40 Sekunden, bis hin zu 50 Sekunden und dann kommt einzeln bei minus 9 Sekunden, das wäre also 9 Minuten 51, dann kommt die Datei 1, 2, 3, 4 und so weiter. Habt ihr ja eben gesehen, was der Timer dann abspielt. Und dann noch einmal bei Time 0, das wäre also 0 Sekunden, sprich, wenn die 10 Minuten erreicht sind, dann würden wir hier einen Alarm auslösen. Und wenn vorhanden, kann man hier auch die Vibration noch auslösen. Wenn ihr da Anpassungswünsche habt, dann könnt ihr es natürlich hier auch einfach mal verändern. Spielt da einfach mal mit rum mit den Parametern. Aber die Datei, die ich euch zur Verfügung gestellt habe, die funktioniert einfach. Kommt also darauf an, wie bastelfreudig ihr da seid.